Als ich ein kleiner Junge war, träumte ich von Amerika. Ich wünschte mir nichts mehr, als dorthin zu reisen. Aber um mein Land war eine Mauer. So wurden die Felder zu meiner Prärie. Und die Landstraße vor meiner Tür träumte ich mir als die Route 66. Dann verschwand die DDR und es öffnete sich plötzlich die weite Welt. Aber heute wachsen in Europa wieder die Grenzen. Gibt es irgendwo ein Land, das wirklich frei ist? Für jeden? Ein Freund erzählte mir von einem Staat, der keine Grenzen hat. Genau das, wonach ich gesucht habe. Er schickt mich an die Oder, den Fluss, der Deutschland und Polen verbindet. Das Land heißt Nova America. Mein Freund hat gesagt, für die meisten sei Nova America unsichtbar. Am besten könne man es kennenlernen, wenn man in seine Hauptstadt Siegfried fährt. Die entstand, indem man das polnische Siegice und das deutsche Frankfurt zusammenlegte. Irgendwo hinter diesen Leuchtreklamen muss es versteckt liegen, dieses freie Land. Vielleicht werde ich morgen schlauer. Dann schaue ich mir Siegfried an. Szanowni Damen und Panowie, witam euch sehr serdecznie hier in Siegfried. Ich bin Stadtarchitekt. Jestem architektem miejskim i przewodnikiem turystycznym. Ich bin Stadtarchitekt und Stadtführer von Siegfried und ich will Sie heute in die Geheimnisse der Stadt einweihen. Sie haben sicherlich schon gehört, dieser Mischmasch, den Sie da so gehört haben, das war eine Kostprobe der Siegfriedischen Sprache, weil wir hier in Siegfried sprechame in beiden Jansików gleichzeitig und skakame von der einen Jansik in die drugie Sprache. Die beiden Städte Frankfurt und Siegfried gibt es seit 1999 nicht mehr. Sie finden vielleicht hier und da noch alte Schilder. Lassen Sie sich davon bitte nicht irritieren. Das entwickelt sich halt langsam. Wir haben noch immer keine Steuern eingeführt in Siegfried. Und dementsprechend können wir natürlich noch nicht so richtig anfangen, alles hier zu modernisieren. Der eine Kreis symbolisiert die Menge Polen, der andere Kreis symbolisiert die Menge Deutschland. Und dort, wo die beiden Mengen sich berühren, haben wir erneut den Zirkel eingestochen, einen neuen Kreis gezogen und damit gleichzeitig einen neuen Raum geschaffen. Und auf dieser Linie haben wir dann begonnen, eine Mauer zu bauen. Die Mauer ist ungefähr 25 Meter lang. Sie sehen, da hinten verschwindet sie im Gebüsch. Und ist 50 cm hoch, damit sie jederzeit als Bank genutzt werden können oder dass sie also hin und her springen können darüber, so wie Romulus und Remus im alten Rom. Wer jetzt also auch ein Teilstück haben will, dem bauen wir das. Zum Beispiel durch ihr Wohnzimmer, wenn sie möchten, oder durch ihren Vorgarten. Da kann man auch noch ein paar Gartenzwerge draufstellen oder so. Da sind der Fantasie eben keine Grenzen gesetzt. Erkenntnis Nummer 1. Man kann neue Wirklichkeiten erfinden, indem man sie spielt. Das Wappentier und Wahrzeichen unserer Stadt ist ein Hahn, der auf einem Ei steht. Sein Weckruf ist unser ganzer Stolz. Doch wie klingt der Hahn? Und jetzt soll ich kriegen den Hahn. Ja. Aber das bringen wir. Sie müssen schon mitmachen. Wieso? Natürlich. Was hat denn mit Bitte, das ist doch Hahnschrei zu tun?
Also wir suchen jetzt jedenfalls den besten Swoopwater Hahn und hinterher wird das auf der Brücke installiert, zwei Lautsprecher. Und dann wird von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends zu jeder vollen Stunde der Hahn erschallen auf der Brücke. Ich bin Günther Herrmann, Frankfurter und wohne hier gleich um die Ecke und wollte mal krähen. 1, 2, 3. Kikeriki, 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 Kikeriki. Kikeriki! Für die mir Startnummer noch benötigt? Das kannst du behalten. Das ist denn eigentlich sozusagen so, dass das Herz von Swoopfurt, ist das eher auf Furter Seite oder eher auf Swooper Seite? Ja, ein Herz hat verschiedene Kammern, ne? Und ich würde sagen, das Herz ist auf beiden Seiten, denn ansonsten würde es ja nicht funktionieren. Wir haben es auf beiden Seiten mit unterschiedlichen Lebensbedingungen zu tun und das ist an sich das, was wirklich trennt. Ihr wisst, dass ihr Bürger seid der Stadt Swoopfurt, ne? Ich bin doch kein Polacke, Junge. Was haben Sie denn gegen Polen? Ich hab nichts gegen Polen. Ich hab einen polnischen Freund sogar. Aber fühlst du dich jetzt eher als Pole oder eher als Deutscher? Ich bin mein eigenes Ich, sagen wir mal so. Eigentlich der echte geborene Swoopfurter, ne? Der sozusagen dazwischen zu Hause ist. Was denn? Was ist denn? Ich bin weder Pole noch Deutscher. Ich werde da nicht akzeptiert und hier nicht akzeptiert. Ja, also, ich akzeptiere doch. Ja, du als Mensch vielleicht, als normaler Mensch, auch nicht als Staat. Du bist ja kein Staat. Deutsche Hunde. Spanische Hämmerhunde. Swoopfurt-Hunde. Oder wie das heißt. Also, hör mal auf jetzt. Ich bin ja jetzt hier auf nordamerikanischem Grund. Bin ich jetzt hier Ausländer? Wenn du dich Novoamerikaner fühlst, dann bist du auch Novoamerikaner. Wenn du dich Ausländer fühlst, dann bist du auch Ausländer. Als Ausländer will ich mich aber nicht fühlen. Warum ist die Grenze in so vielen Köpfen? Polen ist nur ein paar Meter weg, man kann ganz einfach rüberfahren. Frankfurt und Swoopitze fühlen sich eigentlich wie eine Stadt an. Wir haben es hier zu tun mit Ängsten. Wir haben es zu tun mit Diebstahl hier an der Grenze. Die Menschen wollen Bürger wehren. Die AfD hat hier irgendwie 12% gekriegt. Es gibt die Krise des Schrumpfens. Frankfurt hatte fast 90.000 Einwohner im Jahr der Wende. Also es bewegt sich in großer Geschwindigkeit Richtung 50.000. Und alle sind ständig mit so einem Art Minderwertigkeitskomplex beschäftigt. Nova America ist auch eine Art der Auseinandersetzung mit Krise. Also aus zentralistisch-polnischer Sicht sind wir hier am Arsch der Welt und aus zentralistisch-deutscher Sicht genauso. Und wir haben jetzt den Spieß umgedreht. Wir haben gesagt, wir sind hier das Zentrum und der Arsch der Welt, der ist jetzt mal da sozusagen da. Na, alle müssen jetzt stehen. Das gibt ein Blütenfoto, ne? Ja. Kommt hier rüber. Nova America ist eine Wirklichkeitskonstruktion. Ich spiele nämlich alle die Techniken nach, die der Nationalstaat benutzt, um Identifikation zu erzeugen. Das sind also die Namen der Städte, die Straßennamen, wie ich diesen Raum überhaupt behaupte. Je größer die Räume werden, desto abstrakter werden sie natürlich auch. Und desto mehr muss sich sozusagen der Nationalstaat einfallen lassen, um Identifikation zu erzeugen. Deshalb fand 2008 die Olympiada statt, nicht in Peking, sondern hier in Swoopfurt, zwischen Swoopfurt und Gubien.
Weil wenn jemand rumläuft mit der Fahne eines Landes auf der Brust und gewinnt, dann freut sich eine ganze Nation. Das ist eigentlich total Monty Python-haft. Das ist absurd. Kann man vielleicht noch ein bisschen was sagen, wie denn früher geschworfen worden ist, mit welcher Technik? Ja, früher wurden hier die Taschen vollgemacht mit Zigarettenstangen. Und dann haben die Leute hier Packungen rübergeworfen und haben es tatsächlich geschafft. Aus diesem Grunde hat halt der Bundesgrenzschutz hier diese Konstruktion gebaut. Wenn Nova Amerika nur eine Konstruktion ist, sind dann Deutschland und Polen nicht vielleicht auch nur Vereinbarungen? Ich suche auf beiden Seiten der Oder danach, was die Erde unter meinen Füßen zu deutschem oder zu polnischem Boden macht. Aber da finde ich nichts. Heuschnupfen habe ich übrigens hier wie dort gekriegt. Nach einer kurzen Zeit habe ich schon vergessen, auf welcher Seite der Grenze ich gerade bin. Ich sehe keine Staaten. Ich sehe nur Landschaften. Und die sehen gleich aus. Kennen Sie diese Flagge? Ne? Das ist die Flagge von Nova Amerika. Von wem? Nova Amerika. Nova? Verscheißern wollen Sie nicht, wa? Nee. Nein, die Nein, wir verscheißern Sie nicht. Nova Amerika ist ein Landstrich rechts und links von den beiden Flüssen Odera und Nisse. Das setzt sie aus vier Teilstaaten zusammen. Oben am Szczeciner Haff ist das Szczecinstan. Dann kommt Terra Incognita und wir befinden uns hier in Lebusa Ziemia. Und danach kommt Szląsk. Wie oft sind Sie denn auf der anderen Seite des Flusses da drüben? Öfter. Das ist doch kein Problem, über der Brücke hinten. Wenn Sie da jetzt so rüber gucken? Können Sie sich vorstellen, wie das wäre, wenn diesseits und jenseits der Oder, wenn das ein Land wäre? Nein. Nein? Vielleicht traut er keinen Utopien mehr. Nova Amerika ist ja nicht die erste Wirklichkeit, die hier konstruiert worden ist. Kommunismus, Nationalsozialismus, Monarchie. Man könnte noch weiter zurückgehen. Der Name Nova Amerika bezieht sich eigentlich auf eine Wirklichkeitskonstruktion, die Friedrich der Große im 18. Jahrhundert durchgeführt hat. Dort hat er die Sümpfe trockenlegen lassen und Deiche gezogen und hat nun Landwirte, die eigentlich in dieser Zeit nach Amerika emigrieren wollten, weil ja eine Krise herrschte, die hat er dort angesiedelt und hat gesagt, ihr bleibt hier, hier ist euer Amerika. Hier seid ihr die Pioniere und hat also kurzerhand diesen Landstrich Neu-Amerika genannt. Und die Siedlungen, die jetzt dort entstanden, die bekamen dann Namen eben wie New Hampshire, Florida, New York und so weiter und so fort.
das Neu-Amerika des preußischen Königs gibt es ja nicht mehr. In Nova Amerika besuche ich eine andere Wirklichkeitskonstruktion. Das hier ist ein Monument der Hoffnung nach einer dunklen Zeit, in den 50er Jahren aus der märkischen Sandwüste gestampft. Hier wurde der Stahl für die sozialistische Zukunft gekocht, aber diese Zukunft ist schon lange vorbei. Jetzt wirken die Häuser wie Kulissen in einem Themenpark, der längst geschlossen ist. Arbeiter- und Bauernwelt. Also wenn man sich jetzt mal Eisenhüttenstadt anguckt, ja, die Vision vom besseren Leben in den 50er Jahren, von einer besseren neuen Gesellschaft, familienfreundlich, mit Platz für Kultur, Kultur für die einfachen Arbeiter. Und was ist daraus geworden? Wie ist da so die Zeit hinweggegangen? Ja, naja, es gibt ja, also ich meine, die Vision des Sozialismus oder des Kommunismus ist ja als Vision erstmal per se nicht schlecht. Das Problem ist es, dass es auf diktatorische Art und Weise umgesetzt wurde. Also eine Vision auf diktatorische Art und Weise kann, sagen wir mal, der Künstler in seinem Atelier umsetzen. Da hat er niemanden, mit dem er das abstimmen muss. Aber du hast immer du hast Menschen, mit denen du es zu tun hast. Auch wenn manche Leute sagen, du bist jetzt hier der kleine Diktator von Nova America oder so. Es ist an sich der Versuch, einen Rahmen zu geben und dann spielerisch diesen Rahmen zu füllen. Und alles, was dann passiert, auch die letztendlich die da, wo irgendwelche Leute revoltieren oder so, gehört dann im Grunde dazu. Ist so eine Art Experimentierraum entstanden. Nova Amerika ganz bewusst als Experiment denken, mit offenem Ausgang anstelle einer Ideologie. Vielleicht entwickelt ja gerade das Energien, die es langlebiger machen als all die Diktaturen. Die Welt ist ein Theater. Die Realität ist eigentlich eine Vereinbarung. Das heißt, die Realität ist etwas, was nur ihr bestimmt, was es ist. Denn jeder von uns hat seine eigene Realität in seinem Kopf oder in sich. Ich bin selber freischaffender Künstler. Ich habe ursprünglich Malerei studiert. Und ich bin schon ganz schön viel herummigriert durch die Welt. Noch nicht so viel wie die meisten Flüchtlinge, die hierher gekommen sind. Ich bin nämlich in Darmstadt geboren, in Bonn aufgewachsen, habe meinen Ersatzdienst mit Aktion Sühnezeichen in Frankreich gemacht, habe 3 Jahre in Frankreich gelebt und bin dann zurückgegangen zum Studieren. Und nach dem Studium bin ich nach Poznań, nach Polen gegangen und habe 8 Jahre in Polen gelebt, bevor ich hierher gekommen bin. Das erzähle ich euch nur deshalb, weil das mein Bild von Realität verändert hat. Ich male neue Räume, ich male neue Realitäten und ich lade Leute dazu ein, mitzuspielen bei dieser neuen Realität. Glaubst du oder hoffst du, dass da auch Nova Amerikaner draus werden zum Teil? Oder ist es anders gefragt, ist es ein gutes Alter, so 16, um sozusagen die Ideen von Nova Amerika wirklich anzunehmen? Also mein Ziel ist es jetzt nicht, dass sie Nova Amerikaner werden. Mein Ziel ist es eigentlich, dass sie locker werden im Kopf und eigene Vorstellungen entwickeln und merken, dass manche Dinge, die ihnen so erscheinen, als wenn es die Wirklichkeit wären, eben auch nur Wirklichkeitskonstruktionen sind und dass sie freier werden, eigene Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, dass das Wichtige ist. Und insofern hoffe ich, dass es gelingt, sie dazu so ein Spiel zu animieren. Zum du jetzt? Welcome. Już można? Nie wiem, ale nie jest. W poniedziałek już się zgłosiło parę osób. A to tak nie za bardzo, bo ja mam parę osób. A wtorek? No na przykład. Wo ist der Dude? So ganz klein. Genehmigung in Deutschland wäre nicht so einfach gewesen. Überhaupt nicht. Das kann ich mir vorstellen. Überhaupt keine Ahnung. Schöner Balkon.
Dieses Land hat viel Leid gesehen. Hier wurde annektiert, umgesiedelt, vertrieben, diskriminiert, getötet. Kriege wurden geführt, Grenzen verschoben. Eine endlose Abfolge von Fluchtbewegungen. Und die Nova Amerikaner? Die sind heute hier und spielen einfach. Das ist es, was mich von Anfang an fasziniert hat. So wie ich als Kind gespielt habe, in Amerika zu sein, so spielen sie ihren Staat. Hallo, ich bin Paulina. Ich suche jemanden, der Märchen vorliest. Und ich bitte Spanisch und Polnisch. Hallo, ich heiße Carolina. Ich suche Spanisch und bitte Postkarten gestalten. Hallo, ich bin Ronald. Ich suche Reisen durch Nordamerika und biete Esperanto-Unterricht. Hallo, ich bin Richard. Ich suche Unterstützerinnen und Unterstützer für die Weltbank Chaco, eine nationenübergreifende Bank, die Zeit tauscht. Hallo. Hallo. Zeitbank? Ja, bist du richtig hier. Okay. Du bist direkt der Bankdirektor, ja? Ja. Ja, also ich würde gerne ein Zeitkonto eröffnen. Ein Konto eröffnen? So. Eine Stugina und weil es eine Stugina zu viel ist, sind wir dann hier mit 15 Minuten Fässer dabei. Das, was man sich als Normalbürger in der Parallelwelt schwer vorstellen kann, ist, wie Geld geschöpft wird, kreditfinanziert. Dass dann einfach die politische Entscheidung von zum Beispiel Herrn Draghi mit Knopfdruck 60 Milliarden pro Monat zusätzliches Geld in Umlauf zu bringen. Ob dann dieses zusätzlich geschöpfte Geld auch einen Gegenwert hat, ist unklar. Und mit dem Prinzip haben wir uns so ein bisschen theoretisch auseinandergesetzt und hatten eben die Alternatividee, dass das Geld, was bei uns in Umlauf gebracht wird, das wurde schon mindestens einmal erarbeitet. Kaffee trinken, Blockflöte und Kunstvermittlung. Die schnelle und zuverlässige Ausführung von Ausheben und Verfüllen von Gräbern. Ich brauche Hilfe beim Erlernen der deutschen Sprache. Gegenleistung, Massage für das Erlernen der deutschen Sprache. Was ich anbieten könnte, wäre eine persönliche Stadtführung. Mhm. Also mein persönliches Berlin Leuten zeigen. Ja? Also du musst dich ja gar nicht beschränken. Du kannst ja ganz viele verschiedene Ideen als Angebot eintragen. Umso vielfältiger ist es dann. Ja. Nur eben immer so ein bisschen mitbedenken, dass derjenige, der das liest, dann weiß, wo sich das regional drauf bezieht, dieses Angebot. Mhm. Und wie er dich erreicht. Jetzt bin ich Teil der Tauschgemeinschaft. Erkenntnis Nummer 2. Nova Amerika lebt dadurch, dass Menschen etwas füreinander tun. Ein Austausch von Energien, die diesen großen Organismus am Leben halten. Nova Amerika hat sogar ein weißes Haus. Der Regierungssitz ist transportabel, denn wer weiß, wie lange die Nova Amerikaner diesen Platz besetzen dürfen. Also ich glaube weiter. Ich kann es noch versuchen, noch ein bisschen weiter, aber... Also nur um Missverständnisse zu vermeiden, das ist hier ein richtiges Parlament. Du kannst für Freddy ins Französische übersetzen. Oder ins Englische. Also das Projekt Asyl in Swupfurt ist ein neues Projekt, von dem ich gar nicht vermutet hatte, dass wir da eine Förderzusage kriegen, aber wir haben sie. Und das heißt, jeder, der eine Idee hat, der hier etwas machen möchte, sollte das tun. Und dann ein ganz wichtiges Thema, Brückenplatz, Platz Mostowe, wie weiter? Ich hätte noch eine Ergänzung zu dem Thema Asyl in Swupfurt. Und zwar gibt es am 25. Juli, das ist ein Sonnabend, eine Nazi-Demonstration zu dem zukünftigen Asylbewerberinnenheim am Karretterplatz. Deshalb erstmal
meine Frage, inwieweit das Bugfort-Parlament damit einverstanden ist, da auch unter den Unterstützern des Bündnisses zu sein, die sich dann dagegen aussprechen und Gegendemonstrationen veranstalten werden. Das Parlament ist so, jeder, der da ist, ist automatisch Stadtverordneter und hat eine Stimme. Ich will mich jetzt ja nicht vordrängeln, ich bin nicht die Stadt. Sondern eigentlich die Stadt sitzt hier rechts und links neben mir. Aber ich habe als Planungsbüro, als Geschäftsführer des Planungsbüros mit diesem Platz mal zukünftig zu tun, auch mit der Straße. Und in diesem Zusammenhang war bei allen Beratungen, auch die wir mit der Stadt und anderen Beteiligten hatten, immer das Thema, dass man sich auch bei Zeiten hier mit dem, ich sag mal, vor Ort derzeit befindlichen Parlament in Verbindung setzen sollte, um hier vielleicht auch mal die Situation jetzt zu erläutern. Unter uns liegt da der alte Stadtkern von Frankfurt-Oder, kann man so sagen. Und dieser alte Stadtkern von Frankfurt-Oder ist denkmalsgeschützt, also ein Bodendenkmal. In diesem Zusammenhang ist vorgesehen, dass der Platz komplett 1 Meter abgesenkt wird. Also man nimmt den Oberboden 1 Meter weg und wird dann die Fundamente oder die Mauern von den ehemaligen Gebäuden sehen. Und dann kommen die Archäologen und machen eine Feinarbeit und stellen aber in dieser Ebene etwa 1 Meter fest, was uns erwarten ist. Und das bedeutet, dass wenn das passiert, kann hier oben eigentlich insofern die Jurte nicht mehr stehen und auch die anderen Gerätschaften hier. Was ist denn mit dem Bodendenkmal Brückenplatz? Also sprich Jurte und Bühne. Das wird vielleicht in 2000 Jahren als Denkmal anerkannt, ob ich sage, müssen wir gedulden. Aber vielleicht finden wir ja hier ganz seltene Tiere, wie zum Beispiel den kleinen Steinbeißer oder so, der dann verhindert, dass hier irgendwas gebaut werden kann, weil der ja dann geschützt werden muss. Dann muss aber auch die Jurte weg. Gut, war aber eine sehr andere Seite angelegt. Das ist bestimmt ein richtiges Parlament. Okay. Tschüss. Ist denn dieses Temporäre hier, ja, die Jurte, der temporäre Parlamentssitz, dieser Platz, ihr habt hier was angepflanzt, ihr habt was aufgebaut, in dem Wissen, dass es aber irgendwann auch wieder relativ bald vorbei ist. Ist es denn nicht kontraproduktiv, wenn man sagt, man will auch der Bürgergesellschaft wieder sozusagen so einen Raum geben, so einen festen Raum, der vielleicht auch Zeit braucht, angenommen zu werden? Das ist natürlich, das ist das Dilemma. An sich ist tatsächlich jetzt dieses zarte Pflänzchen fängt an zu gedeihen. Es gibt immer mehr Leute, die mitmachen und wir müssen hier weg. Das ist tatsächlich, da könnte man jetzt, sagen wir mal, drüber traurig sein oder so. Weil wenn wir hier auf die Pflanzen gucken, na, das ist jetzt endlich mal gewachsen. Wir haben 3 Jahre dafür gebraucht, bis das passieren konnte. Ja? Das ist schon ein Verlust. Aber ich sehe auch, wir haben ja heute hier Vertreter der Stadtverwaltung dabei gehabt, die durchaus mit uns auch gerungen haben, aktiv. Es ist also nicht, hier sind wir und da ist die Stadt, sondern es gibt durchaus sehr positive Verknüpfungen, ohne die wir das auch so nicht hätten machen können. Und denen ist das bewusst. Deshalb bieten sie uns ja auch den nächsten Ort an, weil sie sehen, das ist schon etwas Wichtiges, was hier passiert, wo eben Bürger an solchen Prozessen teilhaben und nicht einfach nur irgendetwas vor die Nase gesetzt bekommen. Ich sehe, da grillt keiner. Du musst jetzt grillen. Ja, ich sehe schon. Naja, ich meine, es kümmert sich keiner drum, wenn ich das nicht wieder mache. Dann ist wieder mal der Staatsgründer in den Grill. Der Brückenplatz muss geräumt werden. Die Stadtverordneten haben den Nova-Amerikanern eine andere Brache zur Verfügung gestellt. Vielleicht ahnen sie ja, dass diese Verrückten der Stadt etwas zurückgeben. Ich finde, an sich ist es spannend, eine neue Herausforderung jetzt zu haben. Also nachdem einmal uns gesagt hatte, hier ist vorbei, dann habe ich mich damit abgefunden und gesagt, okay, es ist vorbei. Und dann haben wir einen neuen Platz gekriegt, neue Herausforderungen mit dieser Sporthalle. Und wir haben das jetzt von Anfang an gleich also mit Frankfurtern, Zwobizern, aber eben auch den Asylbewerbern, die ihr hier seht, von Anfang an gemeinsam jetzt in die Hand genommen. Das heißt, die haben ihre eigenen Ideen eingebracht. Da gibt es dann zum Beispiel einmal die Woche interkulturelles Gebet. Da werden dann auch die Muslime in der Turnhalle beten zum Beispiel. Und das ist toll, weil wir jetzt wirklich anfangen, das gemeinsam zu bauen. Die kommen alle zum Brückenplatz. Zum Neuen. Das
hat sich schon rumgesprochen. Ja. Ja, ja. Subotnik. Subotnik heißt arbeiten. Subotnik? Süß dich. Da kommst du auch zum Arbeiten. Zum Arbeiten gucken. Zum Arbeiten gucken, gucken. Genau. Super. Ena muss ja aufpassen. Ah, ja, ja, klar. Genau. Okay, dann halt noch drin. Also, wie gefällt dir diese Aufteilung mit den Baumstümpfen? Ja, ist auch gut. Also, wir hatten jetzt keine konkrete Anleitung, aber... Ja, und die Bänke sind ja sowieso transportabel. Die können wir dann zum Beispiel beim Grillen auch da hinten hinnehmen. Ja, wir bräuchten vielleicht heute auch noch ein paar. Die müssen vielleicht, also so zwei, drei müssten wir vielleicht noch umsetzen, damit die Art genau. Kommt, damit wir uns dann nachher gemütlich hinsetzen können. Genau, die holen wir rüber. Das sieht auch schon super aus jetzt, ne? Also, ich finde, so diese Atmosphäre hier... hat halt nicht so einen Durchlaufcharakter wie drüben. So, das ist, glaube ich, der große Vorteil. Das ist ein bisschen geschützter. Und man kann, also ich habe gleich das Gefühl gehabt, das ist so ein bisschen geerdeter, also ruhiger irgendwie. Einfach zum Entspannen. Das ist für mich jetzt mehr ein als der andere Platz. Es ist weniger Reibungsfläche, aber die Anstrengung ist dann auch größer, die Leute hierher zu holen. Also die Hemmschwelle, hier reinzukommen, da muss man quasi da hinten durch das Tor gehen. Deshalb wäre es schön, dass man zumindest sagen könnte, hier vorne gibt es auch einen Eingang. Erkenntnis Nummer 3. Nova America ist kein Elfenbeinturm, sondern es wirkt tatsächlich auf die Gesellschaft ein. Auch Swupfurt hat sein Thema jetzt verschoben, einfach nur von der deutsch-polnischen Ebene, eben auf diese Ebene des Zusammenlebens von Menschen auf dieser Welt. Und eigentlich war das auch schon immer das, was Swupfurt zugrunde gelegt hat, ein Denken jenseits des Nationalstaates. Es gibt die mehr als einjährige Erfahrung in der Begleitung von Asylbewerbern. Und als Laie habe ich jetzt dank dieser Arbeit ein bisschen das System kennengelernt. Da ist uns aufgefallen, dass Freddy und Cyprian die einzigen waren mit Anwalt. Meine Vision ist, dass nach und nach praktisch jeder, der dort zur Anhörung geht, auch an seiner Seite eine entsprechende Betreuung hat. Weil dann wachsen automatisch die Chancen, auch richtig gehört zu werden. Weil es braucht nur irgendein textliches Missverständnis geben und schon sagt man, aha, ja, Wirtschaftsflüchtling. Das sind also so diese äußeren Bedingungen. Das ist das sozusagen, wo wir der Parallelwelt versuchen, etwas entgegenzusetzen. Maybe Freddy, you want to say something about. Vielleicht kannst du, Freddy, den Leuten einmal sagen, was für eine Art Asyl du gern hättest. Was wäre das ideale Asyl für dich? Okay. Okay, good evening. I didn't experiment asylum. Ich habe das Asylverfahren noch in keinem anderen Land miterlebt. Ich weiß nicht genau, was die da machen. Aber hier in Deutschland haben sie ihre Regeln. Man muss die Regeln befolgen. Und jetzt weiß ich, das Asylverfahren in Nova America ist zu einfach. Ja, komm zu Kurzweli. Kurzweli sagt, herzlich willkommen, kein Problem. Ich gebe dir einen Ausweis. Wenn Deutschland so sein könnte, das wäre wirklich cool. Was nützt es Freddy, in Nova America willkommen zu sein, wenn ihm in der Parallelwelt die Abschiebung droht? Wieso können manche Menschen ihre Heimat frei wählen und andere nicht? Musik.
Anna und Tomasz sind freiwillige Migranten. Vor 25 Jahren sind sie in die USA ausgewandert und letztes Jahr nach Polen zurückgekehrt. Nun sind sie bekennende Nova-Amerikaner. Unser Hintergrund ist Biologie und Landschaftsarchitektur und Ökologie. Daher schauen wir auf unsere Umgebung wahrscheinlich ein bisschen anders als andere Menschen. Die Migration und Ausbreitung von Pflanzen weltweit bringt auch einen interessanten Aspekt in unsere Diskussion über die Migrationsbewegungen von Menschen. Was mit uns passiert, wenn wir an andere Orte ziehen und dort ein neues Leben beginnen? Wir ziehen jetzt keine direkten Parallelen, aber es macht schon eine andere Perspektive auf. Warum Menschen um die Welt ziehen, warum sie emigrieren, ob das nicht Teil unserer Natur ist, so ein Prozess, der schon seit hunderttausenden Jahren immer gleich abläuft. Was bedeuten würde, dass der Ort, an dem wir momentan leben, immer nur ein Wohnort auf Zeit ist. Wie war das für euch, in den USA zu leben? Wir haben eine Menge vermisst. Die Gerüche, die kühle Luft, die Geräusche. Vögel klingen anders in anderen Teilen der Welt. Sogar die Sonne, wie sie untergeht, in einem anderen Winkel. Sogar das Licht ist hier ein anderes. Für mich, jetzt merke ich, wie sehr ich das vermisst habe. Wir fühlen uns wie der kleine Baum, der hier ausgetrieben und gewachsen ist und Teil der Umgebung ist. So wollten wir uns wieder fühlen. Das ist wohl, was man Vaterland nennt, fernab von jeglicher Ideologie. Ja, genau. Wenn wir über die Idee vom Vaterland sprechen, dann reden wir über die nähere Umgebung. Wir identifizieren uns ja nicht zwangsläufig mit größeren Regionen, wie einem Staat oder so. Ich meine den deutschen Begriff Heimat, der eher das Lokale oder Regionale beschreibt. Deshalb habe ich dir von dieser Redewendung, von hier sein, erzählt, von der ich so oft in Weißrussland gehört habe. Das war nämlich der Fall bei meinem Großvater. Als er geboren wurde, bedeutete hier ein Teil des Russischen Reichs. Als mein Vater geboren wurde, bedeutete von hier sein Polen. Als ich geboren wurde, war diese Stadt Teil der Sowjetunion. Jetzt gehört es zu Weißrussland. Also, ohne auch nur eine Bewegung zu machen, bleibt man an einem Ort und ist in vier verschiedenen Staaten im Verlauf eines einzigen Jahrhunderts. Erkenntnis Nummer 4. Heimat hat nichts mit Staaten zu tun, sondern mit einem Gefühl. Brandenburg war für mich früher immer Amerika, weil ich diese Landschaft mit meinem Fernweh ausgefüllt habe. Wie würde aber ein Ort aussehen, der nicht schon besetzt ist, weder von Staaten noch von eigenen Gefühlen? So wie die weiße Zone. Dem letzten Flecken nichts in Nova Amerika. Wahrscheinlich sollten wir nicht zu viel Abstand kriegen hier, oder? Nicht, dass einer von uns einfach verschwindet. Ach so, entschuldige. Soll ich dich an der Hand nehmen? Ein bisschen mulmig ist es. Also ich muss natürlich sagen, Orientierungsverlust ist natürlich Teil des Erlebnisses. Eigentlich war hier ein Aussichtspunkt, aber vielleicht hat sich auch die Realität schon verändert. Was war denn das? Ich meine, bevor das hier die weiße Zone wurde, was war denn das hier eigentlich, das Gebiet? Na, hier wurde Landwirtschaft betrieben. Hier waren verschiedene landwirtschaftliche Betriebe. Und dann hat in den 50er Jahren, als die DDR im Grunde entstand,
hat dann die sowjetische Armee im Grunde nach und nach das Gebiet annektiert. Quasi unter dem Vorwand, es gab also tatsächlich Probleme mit einem Borkenkäferbefall. Es gab tatsächlich also hier auch schon Forstwirtschaft. Und dann hat man gesagt, das Gebiet muss also entseucht werden sozusagen. Dann wurden diese Landwirte einfach enteignet. Das war ja sowieso eine Prozedur in der DDR. Und dann hat die sowjetische Armee das hier benutzt als militärisches Sperrgebiet, um hier ihre Bombentests durchzuführen. Wenn du also dann nachts irgendein Feuerwerk siehst, dann ist vielleicht ein Reh auf einen Blindgänger getreten oder so. Ich wünsche dir viel Glück. Danke. Ja? Vielen Dank für die Einführung. Ja, komm wieder zurück. Ich bin gespannt. Ist ein Selbsterfahrungstrip. Also wie ich ja dir schon erzählt habe, also falls du dich tatsächlich verirren solltest in die Zone und woanders wieder rauskommst, dann geh mal ein Stück rückwärts, dann spult sich die Zeit wieder in die richtige Stelle. Okay, ja? Gut, werde ich tun. Hab vielen okay. Dank. Ja. Komm gut nach Hause und ich gucke mal, was mit mir passiert. Ich bin gespannt, was ich vom menschenleeren Raum lernen kann. Es ist jetzt 15.40 Uhr. Im November heißt das nicht mehr lange Tageslicht. Ich habe mich verlaufen. Wenn ich die Karte richtig deute, bin ich einen Umweg von ungefähr 7 Kilometern gegangen. Und hoffentlich bin ich jetzt auf dem Weg aus der weißen Zone raus. Ich finde, das Versprechen war nicht zu viel zu sagen. Das hier ist das Nichts. Als in Amerika die ersten Siedler den Westen eroberten, tat es jeder von ihnen auf eigene Faust. Erst als sie in Gruppen zusammenlebten, brauchten sie Gesetze und Regeln. Erkenntnis Nummer 5. Sobald Menschen zusammenleben, müssen sie sich organisieren. Das gilt auch für Utopien. Und wie geht das in Nova Amerika? Lassen. Alle merken vielleicht über Ziele des Vereins. Ja, also das Spielerische und das Experimentelle, das sollte doch sehr präsent bleiben. Dass wir eben nicht die Verwalter von irgendeinem Blödsinn werden, was uns dann noch nicht mal gut bezahlt. Das machen wir mit Opinion, das machen wir nicht allein. Allerwichtigste, worüber wir uns im Klaren werden müssen, ist, was soll dieser Verein Nova Amerika überhaupt machen? Sieci Nowa Ameryka, to jakim cudem to stowarzyszenie jest nagle, zanim powstało, atakowane o to, że rozwala sieć? Nie, to nie.
Kommerz, Business, ich habe einen Verein, ich habe einen Verein. Und der, aber die Fahne ist nur bei mir. Hau ab mit zum Quatsch, da habe ich keinen Bock. Kukoka ist auch bekanntes Projekt. Aktor, wer hat denn gesagt, dass irgendwie ich hier 1000 Euro im Monat verdiene und hat darüber geschimpft? Wer war das? Marta hat gestern am Tisch gesagt, dass ich mir Gold in der Nase verdiene. Nee, habe ich gesagt, dass ich... Du hast sofort genommen, keiner weiß, da hat die genehmigt, dass keiner weiß oder keiner spricht darüber, dass Michael Putzwelli 1000 Euro für die Führung des Netzwerks. Das für ein Netzwerk, das konnte ich sagen, damit das nötig auch ist. Okay, gerade darüber sprechen wir, dass wir das... Nee, du hast ja aber anders rübergebracht. Bei mir ist dazu angekommen, keiner weiß, dass Michael Putzwelli 1000 Euro kriegt. Der stellt sich dahin und ich bin der liebe, nette und ich bin der... Weiß ich nicht. Das klingt natürlich wirklich so, als wollte ich... So kam das bei mir rüber. So, und du tust dann auch nicht umsonst. Ich würde dann wahrscheinlich auch nicht umsonst. Aber dann soll man eben die Karten auf den Tisch legen und sagen, ja, ich mache Projekte, ich möchte davon dann Geld verdienen. Das ist ja auch alles legitim. Aber so zu agieren und zu sagen, ja, der kriegt aber 1000 Euro dafür, das stellt ihn in ein Licht, was er nicht verdient hat. Und fertig. Erkenntnis Nummer 6. Utopien in die Wirklichkeit umzusetzen, ist viel mehr als ein Spiel. Es ist harte Arbeit. Diese Verrückten quälen sich tagelang, ringen einander Vereinbarungen und neue Gesetze ab. So als hätten sie nichts Wichtigeres im Sinn als dieses utopische Land. Über 300 Aktivisten, die diesen Staat mitgestalten. Aber wohin geht ihre Energie? Wir sind nicht überrascht, dass die Idee von Nova America nicht bei so vielen vertreten ist oder sich nicht so schnell ausbreitet oder überhaupt in der Gesellschaft, in der wir leben, ausreichend bekannt ist. Ich glaube, es braucht eine gewisse Bereitschaft, um diese Idee zu verstehen. Es gibt ja noch keinen ganz klaren Weg, wie man beschreiben könnte, was Nova America eigentlich ist und was sein Charakter ist. Wie würdest du Nova America jemandem in Frankreich oder Spanien oder Rumänien oder Russland beschreiben? Inwiefern ist es anders als andere Teile in Europa? Wie unser Volk und unsere Kultur und unsere Umgebung anders ist als anderswo? Ich denke, das ist die Frage, was Nova America wirklich ist. Abgesehen von den Events, die stattfinden, aber danach keine Spuren hinterlassen. Die werden ja dokumentiert, aber es bleibt ja nichts Sichtbares zurück. Also man ist immer wieder damit konfrontiert, dass irgendwelche Leute sagen, was habt ihr denn jetzt hier eigentlich bewirkt oder nicht bewirkt? Für meine Begriffe ist diese Fragestellung ein Stückchen absurd, weil Kunst, erstmal ist Kunst frei und aus dieser Freiheit heraus ergibt sich auch nicht die Fragestellung, was bewirkt es denn jetzt eigentlich? Das zeigt sich ja oft auch erst viel später. Hat es denn jetzt irgendeine Relevanz gehabt oder nicht? Das kann man jetzt so gar nicht sagen. Für meinen Teil kann ich nur sagen, ich muss weitermachen. Warum musst du weitermachen? Ja, natürlich, weil es was bewirkt. Oder weil ich denke, dass es vielleicht was bewirkt. Wie zum Trotz zieht der Mann wieder los, um in der Ferne eine Botschaft von Nova America zu eröffnen. Ich als Zweifler kann mir da was abgucken. Nach einer Krise wieder aufstehen und Tatsachen schaffen. Hello. Thank you for the honor. Hello. Hello. You're welcome. Will you, as the ambassadors of Nova America, spread out the idea of Nova America in Cluj-Napoca and in the region around it? Thank you very much. We are honored and we will do our best to promote the image of Nova America in the whole world and in Romania. That's great. So here is your flag.
Thank you. We are officially now the Nova America Embassy. Thank you. Yeah. Oh. Was werden die Historiker der Zukunft über Nova America sagen? Es war ein Versuch, ein Schritt auf dem Weg in eine freiere und gerechtere Welt, eine Utopie, die irgendwann mal überflüssig wurde, weil die Ziele von Nova America im Rest der Welt erreicht worden sind? Welche jungen Menschen braucht man, um Staaten ohne Grenzen durchzusetzen? Jemanden wie Julia, die Tochter von Anna und Tomasz? Da ich zwischen den Welten lebe, ist mein Blick auf die Kultur und auf die Menschen sehr weit. Ich verstehe viele Aspekte. Als ich in den USA gelebt habe, war ich sehr eingenommen von dieser Traumidee, dass Polen meine Heimat sei. Meine Vorstellung von Polen war eine Art Utopia, das dann aber gar nicht Wirklichkeit geworden ist. In jedem Fall muss man in einem anderen Land das Gute und das Schlechte, das Schöne und das Hässliche sehen. Aber bist du Nova Amerikanerin, so wie es deine Eltern sind? Ich bin mehr Nova Amerikanerin als irgendetwas sonst. Ich bin leidenschaftlich davon überzeugt, dass alle Menschen die gleichen Voraussetzungen haben sollten. Zurzeit lese ich ständig Artikel und schaue, was in den Nachrichten los ist in Bezug auf dieses Thema. Also ich hoffe, wenn ich mal 50 Jahre alt bin, dann wird es all diese Probleme nicht mehr geben. Menschen werden einfach Menschen sein und sie werden respektiert für ihre individuellen Eigenschaften. Und Grenzen werden nicht mehr nötig sein. Also wird Nova America in diesem Sinne wachsen und wachsen, aber im politischen Sinne sind Grenzen nötig. Aber ich hoffe, im kulturellen Sinne werden sie nicht mehr nötig sein. Es wird Harmonie und Respekt gegenüber den Unterschieden bei den Menschen geben. Ja, mal sehen, ob die Dinge so laufen werden. Ja. Wir pflanzen unsere Zukunft hier. Wir verwandeln diesen Zaun in etwas, das der Gemeinschaft dient, etwas, das Besucher hier hereinlockt. Das schafft auch Aufgaben, denn um diese Pflanzen muss sich jemand kümmern. Die müssen gegossen werden. Das ist keine gleichbleibende Sache. Das ist etwas, was wächst und sich verändert. Jemand muss hier sein und sich dafür interessieren, damit die Früchte wachsen. Für mich, was Nova America ist, für mich ist das wie so ein Irrlicht. Also das taucht mal so auf hier und dann taucht es mal dort auf
Und das führt die Leute auch so ein bisschen in die Irre. Die verlaufen sich, die müssen sozusagen den Weg wieder neu finden. Und es gibt was, irgendwie was anderes auch vor, als das, was es eigentlich ist. Aber trotzdem existiert es auch. Ja, es ist ja doch irgendwie da, ja, sonst wäre es nicht sichtbar. Also eigentlich, neben all dem Politischen, ist es eben auch eine sehr poetische Sache. Das ist das, was mir so daran gefällt. Genau, und das ist auch das, was mir immer wieder wichtig ist, dass ich das nicht verliere. Also man hat ja die Gefahr, wenn man in so partizipativen Prozessen drin ist, darauf zu achten, dass es alles gut geht, dass es allen gut geht. Und da muss man aber immer wieder auch irgendwie diese Poesie reinbringen. Und das funktioniert nur deshalb, weil, jetzt muss ich so sagen, weil ich noch immer die Kraft dafür spüre und dafür brennen kann. Und ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich das nicht mehr könnte. Das wäre vielleicht jetzt noch eine Herausforderung zu sagen, es müsste jetzt ein paar Leute geben, die genauso dafür brennen und die das quasi übernehmen können, wenn ich das irgendwie nicht mehr kann. Aber andererseits ist es so, jeder bringt irgendetwas mit, gibt irgendetwas rein in die Gesellschaft und muss dann auch sozusagen im Vertrauen darauf, dass irgendwas davon aufgegriffen wird von irgendjemandem, dann auch, sagen wir mal, das Spielfeld irgendwann verlassen. Ne? Erkenntnis Nummer 7. Alles ist in steter Veränderung. Die Geschichte, die Staaten, die Menschen. Es ist gut, dass wir in Bewegung bleiben müssen. Nichts hält für immer, auch nicht das Gute. Aber es gibt unserem Leben Sinn, das Beste aus der Gegenwart zu machen. Ich habe jetzt für einen Moment lang, war das jetzt auch eben mein Fluss, wie ich hier stand, so mit der Flagge. Stimmt nicht, das ist meiner. Aber für 2 Minuten war es meiner. Der Eroberer der Oder. Erkenntnis Nummer 8. Ich bin ein Nova Amerikaner.